Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean mit dem Failjack in der Alpha 10 Experimental. Liebe Leute, bevor ich anfange, erstmal danke natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Ja, vorneweg muss ich jetzt einmal was loswerden, ganz schnell. Nichts Schlimmes, ja, für mich höchstens. Ich werde jetzt, so gut es geht, irgendwie ein paar Folgen, also ich nehme ja immer im Voraus auf, aber hier diesmal versuche ich sehr, sehr viel Folgen im Voraus aufzunehmen. Nein, noch nicht wegen meinem Umzug, sondern ich bin erkrankt. Ich habe eine, ich glaube, eine Augenentzündung oder sowas. Ich kann kaum außer Augen gucken. Die tränen die Augen, die stechen die ganze Zeit, als wenn ich die ganze Zeit eine Fliege im Auge hätte. Jetzt ist es früh am Morgen. Ich bin gerade aufgestanden, habe mein Käffchen getrunken und jetzt dachte ich, jetzt machst du schnell eine Aufnahme, solange es noch geht irgendwie. Ja, ich werde natürlich auf eure Kommentare eingehen. Die Folgen kommen wie gewohnt, alle 2 Tage. Ansonsten, ich kann das Koop nicht mehr weitermachen mit dem Max. Dann wird das erstmal auf Eis gelegt, also pausiert oder ähnliches. Und ihr werdet jetzt aber meine Folgen auf jeden Fall noch weitersehen. Da ich, wie gesagt, ich nehme die jetzt im Voraus auf. Wenn ich alleine aufnehme, ist es halt immer ist es viel, viel einfacher, als wenn man im Koop macht. Im Korb muss es bei beiden passen und hin und her. Also das ist immer ein bisschen umständlicher. Ja, nur dass ihr da halt jetzt Bescheid wisst. Und ja, was wollte ich heute machen? Ich wollte mit euch heute einen Bodengleiter bauen, weil ich unbedingt Holz brauche. Dazu, ich weiß, ich habe jetzt schon lange nicht mal gespielt, weil ich, wie gesagt, nehme ja im Voraus immer auf. Ich hatte jetzt ja schon hier einiges gemacht. Ah ja, die Basis. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich euch die gezeigt hatte jetzt. Da waren wir ja schon mit den Räumen am Gange gewesen, alles. Ich glaube, ich hatte die eingerichtet. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Die Fenster sind auch platziert. Ja, genau hier. Ich habe jetzt auch Licht. Ja, ich weiß das nicht. Ich weiß, ich habe die letzte Folge nicht mehr geguckt. Und ihr seht das jetzt. Ich habe jetzt mich ein bisschen eingerichtet hier. Aber ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt, oder? Nicht sicher. Nichts Hübsches jetzt, aber ist ein bisschen was. Mal gucken, was wir hier so alles haben. Ja, ich wollte, weil ich noch kein Prometium haben, wollte ich mit euch jetzt einen Holzvollernter hier bauen. Hier diese Dinger. Ein Holzvollernter. Da habe ich 2 Stück auf dem Fahrzeug verbauen. Einfach ein ganz, ganz simples Ding jetzt irgendwie. Ein Bodengleiter. Da muss man gucken wegen Sprit oder so, ne? Wo habe ich denn hier? Oh, da oben komme ich gar nicht hin. Aha. Ach Mensch, jetzt habe ich. Ja gut, da muss ich auch nicht so drauf zugreifen, ne? Ich gar keinen Sprit mehr. Oh, ich habe gar keinen Sprit mehr, ne? Das ist natürlich nicht gut. Kein Sprit mehr. Holz habe ich noch ein Holz. Ja, da müssen wir gucken. Also ich gar keinen Sprit mehr habe. Oder ich habe. Wo habe ich denn hier hingemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich werde jetzt den Bogenleiter bauen. Mit diesem schönen Ding habe ich mir überlegt, werden wir uns hier noch reingraben. Ja, ich seht auch, ich habe jetzt über Lichter hier. Ich meine, ich weiß echt nicht mehr, ob ich euch das gezeigt habe. Lichter am anderen. Tada. Da mal richtig schön erhellt hier. Ja, das Tor fehlt noch, ne? Die Schutzplattform ist schon drauf mit armiertem Beton. Wegen den Bombenangriffen, damit die nicht unser Tor wegspringen, wenn ich das Tor mal irgendwann habe da oben drin. Ne? Fliegen die Raumschiffe halt hoch und dann raus und tralala. Ja, aber um mir noch ein bisschen Strom zu sparen, natürlich. Licht da wieder aus, ist ja Tag. So, lassen wir mal schnell den Bogen gleich bauen. Achso, ja, da will ich mich halt hier durchgraben, habe ich mir gedacht. Baue ich mich hier rein, baue hier noch ein großes Hangartor rein. Dann werde ich so einen richtig geilen, fetten Tunnel bauen. Oh, was jetzt? Hallo? Ach, das ist der Wartungstunnel, ne? Ja, der Wartungstunnel, den habe ich auch noch gemacht. Hier stehen die übrigens, aber ich glaube, hier ist nichts drin. Hier habe ich hier nur Notfall stehen, falls wirklich was ausfällt, dass ich hier so ein bisschen eine Art kleinen Bunker hier oben habe, wo sie nicht so schnell hinkommen, wo ich schnell den Fahrstuhl wegbauen kann.
Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt ein paar Folgen direkt mal im Voraus aufnehmen, wo ich dann auch nicht auf Kommentare und so weiter eingehen kann, aber nicht nicht wenn ihr mir Sachen vorschlagt und so. Also mir wurde ja schon viel geholfen, ne? Der eine oder andere hat jetzt schon gesagt, ich weiß nicht mehr, wer jetzt genau, dass man die Bohre justieren kann mit Shift und O. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Also es sind viele Sachen, wo ich noch nicht weiß, dass das geht. Dann habe ich auch nebenbei jetzt noch die Tage, hatte ich auch ein bisschen noch gespielt, habe ich mir noch ein Spiel aufgemacht. Jetzt mal erstmal den Starterblock. Am besten hier wohin, ne? So. Aber was, wie gesagt, was Einfaches bauen irgendwie. Da die Cockpits ja immer so ein bisschen komisch sind. Haben wir es da? Irgendwie was. Wo ist eine Art, ne? Genau. Muss ja nichts Besonderes sein, muss auch nicht schön sein. Oh, warte mal. Wir bauen gleich mal direkt so, ne? Können wir ja eigentlich. Ne, dann ist der Can offen, oder? Ja, dann habe ich. Ne, dann habe ich den Can offen. Oh, scheiße. Okay, dann bauen wir noch eine Reihe. So. 1, 2. Und da die Düsen hin. Die Schwellmodule meine ich. Das wird jetzt was ganz Primitives, Leute. Mache jetzt hier keinen Aufriss davon. Uns hinlegen. Ja, wo ist er? Da. Tank. Kisten. Ne? Ah, es geht ja noch einer, ne? Ja. Man kann ja noch einen verbauen. ZS. Ja, wo hin? Zwei Kisten noch. So. Muss mal kurz gucken. Oh, ich habe ein Zeug gebaut. Oh. Das und das, wieso habe ich nur zwei? Nee. Nee, Leute, jetzt wollen wir nochmal gucken. Ich war noch gar nicht fertig. So. So. Und anständig was abholzen können hier. Dann noch. Das ist eigentlich was, wenn die davor sind. Oder hier kann ich ja. Da eins hin. Da eins hin. Da eins hin. Nehmen wir hier einen weg. Ja. Hätte ich ja auch machen können, aber hier haben wir ja noch Platz, sondern dass wir an allen Seiten Licht haben. Schubdüsen, da brauchen wir 1, 2, 1, 2, oh. Auch schon keine mehr, Mensch. Geht das ganze Zeug aus. Also wir brauchen noch zwei Düsen und für vorne brauchen wir noch Schubdüsen, ne? Ja, da werde ich den Block wegnehmen und den Block und da werde ich da die Schubdüsen machen. Das hier muss noch zu. Ich kann das nicht offen lassen, falls doch mal irgendwie von irgendwo ein Angriff ausgeht oder so. Nein. Ach, was mache ich denn hier? Nein. Wo bin ich jetzt blind? Sind sie denn jetzt? Hallo, wo sind meine?
Will die flachen Dinge haben hier. Wo sind sie? Mal. Ja. Mensch. Oh, das will ich ja haben. Hier so ein bisschen Schutz dran habe. Auch. Dass wenn man doch mal irgendwie einer kommt und aufs Cockpit hämmert oder so, dass das nicht gleich auseinanderfliegt, das Ding an. So, ganz simpel hier. Ich sehe das schon. Ach, für hinten bauen wir noch eine. Ach, wir bauen eine Düse auch noch, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Oder fehlt uns Eisen vielleicht? Oh Mann, jetzt kann ich gar nicht gucken hier, ne? Nee, oder? Doch, warte mal. Verwalten. Wir drüber auch gucken. Large. Ne, Eisen haben wir. Okay. Wir haben Eisen. Was wollte ich mit Eisen bauen? Wieso wollte ich denn jetzt Eisen haben? Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin heute echt übelst verpeilt. Ich hoffe, das hält noch eine Weile in meinem Auge, dass ich so 3, 4 Folgen eventuell aufnehmen kann. Das verschafft mir ein bisschen Spielraum. Ich werde bestimmt Augentropfen bekommen. Dann werde ich erstmal richtige dicke Klüsen haben. Und die Augen werden bestimmt richtig anschwellen. Und ja. Deswegen müssen wir mal schauen. So, Bodengleiter. Was fehlte denn jetzt? Düsen fehlt mir, ne? Vorne zwei. Zwei Düsen. Zwei von denen. Was fehlt denn noch? Mein Gott. Jack, was ist los? Ist irgendwas. Ah ja, genau. Die wollte ich noch, damit es aus der Hufe kommt. So, dann baue ich es noch ein bisschen hin hier. So, habe ich euch den Hinterbereich auch schon gezeigt? Glaube ja, oder? Ja, hier sind noch Vorratskisten. Hier habe ich den Generator mit den Tanks. 23%. Munitionskisten. Oha, ich habe noch gar nicht. Ach doch, nee, nee, das ist drüben, ne? Das habe ich drüben, ja. Ich glaube, drüben in dem anderen Gebäude ist auch noch eine Munitionskiste. Hier habe ich halt auch noch einiges an Kisten. Das ist noch nichts Schönes jetzt oder so. Hier seht ihr, da können wir schön auf den Hangar gucken. Ja, wie gesagt, dann werde ich auf jeden Fall einen richtig schönen dicken Tunnel da reingraben. Und dann werden wir unter dem See, werden wir uns so eine, wie so ein, was ich, so, vielleicht kennt ihr das oder seid ihr das schon mal durchgefahren, wie in Österreich, wenn man durch die Berge fährt. Diese Tunnel, das ist ja, die gehen ja manchmal echt ewig lange, die Dinger. Und dann werden wir uns auch hier auch so einen Tunnel reingraben und dann werden wir uns über den ganzen See, drunter hergraben, bis auf die andere Seite, für die Hoover-Fahrzeuge. Wenn ich mit denen mal farmen muss oder irgendwie was, ne? Ansonsten so, also es gibt auch noch so kleine Gleiter. Mir ist hier auch runtergeladen, es ist ein ganz neu gekommen, der hier. Den habe ich mir im Singleplayer schon geholt, der braucht nicht viel. Ein paar Eisenbarren, Kohlenstoffsubstrat, Kupferbarren, Siliziumbarren. Total easy peasy zu bauen, ist natürlich voll das super leichte Ding, ne? Dann ist mir noch was aufgefallen. Ich habe ja gesagt hier, dass das Überlebensmultiwerkzeug das erste, was er hat, dass das so OP ist und alles und. Ja, da muss ich jetzt auch noch was einwerfen. Und zwar, das Multitool ist OP. Das hier mit, vor allen Dingen hier mit dem Rohstoffbau, hatte ich ja gesagt, so mega OP und so. So stark wie ein T2. Ja, und dann ist mir auch gefallen, es gibt gar keinen T2-Bohrer mehr, liebe Leute. Es gibt keinen mehr. Es gibt nur noch den hier, Bohrer. T1-Bohrer, T2-Bohrer gibt es nicht mehr in der Alpha 10. Es gibt nur noch diesen Bohrer und den habe ich mir im Singleplayer, also im Singleplayer, also. Nebenbei, wo ich jetzt nebenbei noch ein bisschen die Alpha 10 ausgetestet habe und mir Sachen überlegt habe, was ich hier noch euch zeigen kann, Schönes. Habe ich das Ding mal gebaut, ne, das, boah, Alter. Also wenn ich habe ja vorher schon von dem Ding hier geschwärmt, ne, wie geil das Ding ist, wie viel das abbaut und so, ne, aber wenn ihr diesen Bohrer habt, ne, alter Falter. Das ist richtig krasser Scheiß, also ehrlich, Leute. Wie krass dieser Bohrer ist, ne? Was, wie schnell du damit abbaust, ne? Noch tausendmal schneller wie das Multitool, ne?
Der haut da Massen raus, ne? Aus. Wenn da kannst du so ein riesen Erzlager ist nix, das ist in 5 Minuten abgebaut, ne? Das ist ein Witz dann nur noch, ne? Dann habe ich halt gesehen, Prometheum ist, habe ich gesehen, ist, vorher brauchte man immer diese Brille hier, um die Erzbrocken im Untergrund zu sehen, von zum Beispiel, wie das Feuer bei einer Alpha 9 mit den Prometheum-Brocken. Da hast du gesehen, dass da immer so in der Erde so blaue Umrandungen waren. Jetzt in meinem Spiel, wo ich offline gespielt habe, in einem anderen Spielstand, habe ich, war das so wie früher, so dass das ein blauer Klumpen ist, ein großer. Dass man den abträgt, wie Silizium, Kupfer, Eisen und sowas. Was fertig. So, wieder aus hier. Ja, da habe ich trotzdem Probleme, ne? Ich habe keinen Sprit. Oh. Muss das Ding ja auch irgendwie zum Laufen kriegen. Doch, warte mal. Nee. Hä, habe ich nicht gerade noch irgendwo. Ich mich verguckt jetzt. Warte mal, lass mal gucken, was das Ding hier hat. Ist hier noch Sprit drauf? Ne, ist auch leer. Er ist leer. Doch kein Sprit mehr drauf. Oh Leute, jetzt kriege ich gar nicht eine Krise, ne? Ich gerade echt eine Krise. Wir müssen echt um uns unbedingt mit diesem Gleiter, den ich euch vorhin gezeigt hatte. Ein Leichtgleiter, damit vielleicht mal lostingeln. So, wollte ich gucken, die Munitionskiste? Ja, genau. Ja, seht ihr, hier sind 1040 Schuss. Ja, was ich auch noch nicht gebaut habe, was wir auch ganz dringend bauen müssen, sind die Selbstschussanlagen. Die sind ja auch gegen die Zirax. So, liebe Leute, jetzt folgendes. Wir müssen hier die Dinger. Richtig Hunger. Dass wir auch wieder zurückkommen. Ja, mit dem Licht, das habe ich jetzt doof gemacht, ne? Ist das ein Rohr, Jungs? Magic Boat, ein Bodengleiter. Ja. Ne, das sieht ja genauso bescheuert aus. Das geht jetzt nicht mal, weil ich die Platten da drauf habe, ne? Das sind jetzt einfach hier drauf. Bin mal so frei. Lol, wie das so aussieht, ey. Oh, dann hätte ja eine gereicht. Dachte, der hätte zwei Blöcke. Also bleib stehen. Ja, passt doch. So, das sieht zwar ein bisschen bescheuert aus, aber wie gesagt, es soll ja kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Einfach nur seinen Zweck erfüllen. Ja, das ist natürlich doof jetzt, ne? Aber egal. Dann bauen wir sie halt so hier dran. Ich hoffe, das reicht. So, da müssen wir mal so schnell ein bisschen Holz farmen. Aber gleich die dicken Bäume hier. Wenn sie nicht verbuggt sind. Ja, manchmal, ich habe das Ding gehabt, dass die manchmal verbuggt waren, die Bäume. Was man so an einem Tag abgebaut hat. Und dann hat man sich wieder eingeloggt. Und auf einmal waren sie dann auch wieder da, aber man konnte sie nicht mehr abbauen. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange mit meinen Augen. Dass ich dann nämlich auch ein bisschen mit euren Kommentaren ein bisschen hinterherkomme. Gerade so, wenn ihr Tipps rausschmeißt und so, wie ich was machen könnte und so weiter. Unbedingt Prometheus, ne? Und Prometheum, ich meine, mein Prometheus scheiße. Oh, immer dieses Prometheus.
Das heißt nicht Prometheus. Pesek. Das heißt Prometheum. Ja, der war aber hartnäckig. Ah, die garstigen kleinen Bäumchen. Alles so garstige kleine Bäumchen seid ihr. Ich werde euch helfen. Mann, ist der garstig gewesen. Was für ein garstiges Bäumchen. Keine Pilze. Keine Pilze! Wo sind meine Pilze? Mmh, lecker, lecker Pilzriegel. Mmh. So lecker Pilzriegel. Mmh, und die garstigen Echsen sind da auch überall. Ja. Noch geht das, Leute. Mein Gott, ich hoffe, ich schaffe da echt ein paar Folgen zu machen jetzt. Über den Tag verteilt, weil ich muss immer meine Augen schonen, dann muss ich auch weg vom Computer. Ich denke, das ist einfach dieses ewige vom Rechner sitzen. Aber was bleibt mal anderes übrig als YouTube? Ansonsten, ich höre auf mit YouTube. Oh, du garstiger kleiner Pilz. Mmh. Oh, ist der. Oh, der sieht so lecker aus, so schleimig. Mmh. Schleimiger kleiner Pilz, du schleimiger kleiner Pilz. Jetzt will ich dich pflücken. Pflück! Mhm. Aber erstmal geklaut, euren Pilz. Meiner, alles meins. Da nochmal Pilze. So, dahin sind dicke Bäume noch. Ich will nicht die ganzen kleinen hier wegmachen. Wie viel haben wir jetzt? 36. Ach, übrigens, liebe Leute, sofern er das hier übernommen hat. Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Nicht mehr fast. Jetzt bin ich auf Best. Ich habe das höchste an Gefühlen eingestellt. Blumen ist an, okay. Eigentlich mache ich sowas aus wie Blumen immer. Spiel Texturauflösung Max, SSAO hoch und alles. Also ich habe alles voll reingeballert. Nein, was heißt alles? Ja, also ich kann noch mehr reinhauen, aber so läuft das schon ganz gut eigentlich. Mensch, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Er hat sich meinen Singleplayer nämlich probiert. Jetzt doch eine kleine Verzögerung ist da, seht ihr? Immer wenn ich reingehe, wenn ich drauf drücke, na jetzt geht's. Na keine Ahnung, aber habt ihr eben kurz gesehen, ne? Diese Verzögerung. Und das war richtig schlimm in der Alpha 9 mit dieser Verzögerung. Hat manchmal wirklich 2 Sekunden gedauert, bis der das geöffnet hat, das Inventar. Und deswegen habe ich das auf Fast gestellt. Scheinbar wurde das schon etwas gefixt hier. Vielen lieben Dank, lieber Entwickler. Da kann man nämlich auch mal in richtig geile Auflösung und alles spielen. Also in guter Auflösung spielen wir sowieso. Ich meine natürlich in hohen Grafik-Settings. Ich meine, wozu hat das Spiel sowas, wenn man es damit nicht spielen kann? Weil es immer irgendwas unterbindet. Jetzt sieht das Wasser natürlich auch ganz anders aus. Da habe ich ja auch gemeckert wegen dem Wasser, weil das nicht so doll aussieht. Ja, habe ich natürlich ganz vergessen, dass das auf Fast stand und nicht auf Best. Jetzt sieht das Wasser nämlich ganz anders aus, aber das, dieses Weiße ist immer noch. Jetzt hat das Wasser auch Bewegung. Das hat man vorher nicht gesehen mit der Wasserbewegung. Man hat immer nur hier dieses Schimmern gesehen. Aber jetzt sieht man richtig Wellen und alles. Also jetzt sieht man richtig, dass das Wasser sich auch bewegt. Habe ich doch auch gemeckert. Ja, das tut mir leid, das war mein Fehler. Nicht die Schuld von Imperium. So, lass mal ganz schnell. Mal ganz schnell noch ein bisschen Sprit herstellen. Da werde ich diesen Holzvoller Ernteil erstmal in Gang bringen. Wo werden wir ein bisschen Holz ernten gehen? Komm hier, schnell. Boah. Bisschen zu spät gezündet, den Jetpack. Macht aber nichts. Hat der Feljack überlebt? Es fällt sich Holz. Sehr schön. Alles. Ah. Ja, erstmal das. Mal sehen, wie lange er dafür braucht.
Ich habe hier schon was drin, ne? Ja, leider müssen wir jetzt warten ein bisschen, oder? Machen wir das ein bisschen anders. Das war so. Dann gehen wir in unseren Notschutzbunker mal kurz rein. Hier sind ja auch noch Dinger drin, ne? Teilen wir das mal ein bisschen auf hier. Dass so schnell wie möglich irgendwie an Spritze rankommen. Naja, das wollte ich gar nicht. So. Ah. So. Ach, so war schon. Ach, so stellt er so nicht her. So. Ach, die sind aus. Lol. Alle ausgemacht. Mach weg hier die Schrift. Die blöde Schrift. Gut, dann lass den mal herstellen hier. Dann mal gucken, was da unten macht. Ja, das sind auch noch normale Scheiben, die müssen noch mal raus hier. Und dann würde ich gerne ich weiß nicht, ob das noch in Großraumschiffen geht. In den Capital Vessels. Es gibt doch diese ganz diese neuen Fenster mit diesem fetten Stahl drumherum. Entweder die hier reinbauen, ich weiß nicht, ob die für Basis auch gehen oder ob die nur für Schiffe sind. Ansonsten müssen die auf jeden Fall gepanzerte rein. Ich glaube, das sind ja nämlich nur normale. Das zeigt er mir auch gar nicht an jetzt, oder? Doch. Lebenspunkte 250. Sind, glaube ich, nur normale, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Dann müssen wir unbedingt mal den mit dem kleinen Bodengleiter, den ich dann auch noch bauen werde, diesen leichtfüßigen. Mit dem werde ich dann mal die Map erkunden noch. Gucken, wann wir das machen. Das dauert natürlich, ne? Das ist auch ein Bug. Normal geht das so im Kreis, aber wenn das so ganz gelb aufleuchtet, dann macht er das auch, aber er zeigt es nicht bei anderen, ist das immer gelb. Ja, und jetzt geht er erst weiter. Erst wenn er drin seid, dann zeigt er auch an, wie er hier langsam rumgeht. Wenn er länger Zeit nicht dran wart. Rüstung habe ich immer noch einen leichten. So, Essen können wir mal hier reinpacken schnell. Ja, ich mache immer Medikamente. Ich habe schon gesehen, ich habe gut gefarmt hier. Aber warte mal. So viel Kräuter. Ich kann mich mal kurz heilen, solange ich noch keine Heiltränke habe. So. Brauchen wir noch Riegel oder so? Ja, brauchen wir eigentlich, ne? Machen wir noch ein paar Riegel. Ja, 10 Stück. Mach du mal noch 10 Riegel. Da kommen wir mal 10 Stück. Dann gehe ich zu den anderen noch mal hin. So. Oben sind ja auch noch welche, wo es einen Riegel hergestellt hat. So. Bis wir essen. So. Ja, schon, ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen noch. Das habe ich schon wieder vergessen, ne? Die Selbstschussanlage müssen wir auch noch bauen. So, dann haben wir ja wenigstens ein bisschen Sprit. Muss ich nochmal an den anderen Konstruktor ran. Ja, das wird alles noch schöner und größer und besser gebaut, auf jeden Fall. Basis, Waffen, hier. Wie viel brauchen wir denn davon? Gute Frage. 8. 10 Stück mal. Dann brauchen wir Gewehrpatronen, nochmal 200. So, die Dinger brauchen ja Gewehrpatronen. So, dann werden wir jetzt mal zu unserem Holzvollernter gehen. Weil wir das alles mal ein bisschen zackig durchgezogen hier. Weil ich habe wirklich gemerkt, wo ich das offline in meinem anderen Spielstand gespielt habe, dass ich echt lahmarschig bin hier, ne?
Also das könnte echt alles schneller vonstatten gehen, ja, weil uns aber dieses Riesengebäude, also das hält halt auf, ne? Da habe ich mich übrigens unten in den See reingegraben, das war extrem geil. So, rein hier. Puff auf hier. Sprit. Naja, immerhin 42%. Ach ne, so. Jawohl, ja, so. Machen wir es mal so. Jawohl, ja. Da darf man nicht so nah rangehen. Ah, will er gar nicht. Na egal, dann gehen wir halt in die Bäume. Ist eh besser. Oh. I'm hanging fest. Warte mal, müssen wir woanders hin, ne? Ist ja gar nichts. Mal ein bisschen höher gehen, dass wir hier nicht gleich uns noch aufhängen. Auf 3 Meter hoch. Hier über alles drüber gleiten. Und hier vorne an den Wald ran. Oh, fällt doch das Ding, reicht doch. Oh ja, könnte man noch 2 RTS verbauen oder so. Er ist ein bisschen komisch. So, liebe Leute, kommen wir doch schon mal langsam zu Holz hier. Ich hoffe, der ist nicht zu laut. Das ist echt alles bisschen, noch ein bisschen runtergedreht. Und warum zwei von den Vollholz ernten, weil damit das schneller geht. Klar, die fressen natürlich mehr Strom und alles. Oh. Klar, die fressen mehr Strom und so, aber geht natürlich alles, wie gesagt, viel schneller. Als wenn da nur einer dran ist. Am besten, man baut sich echt gleich 4 Stück vorne dran oder so. Und dann baust du die Dinger nur anticken, dann fallen die, dann sind die schon weg. So, lass mal gucken, ja. Ne, hier. 85. Naja, in der kurzen Zeit, ne? Oh, da, Käfer. Käfer für Feljack. Den will ich mal abgreifen noch. Hallo, kleiner Käfer. Na, hast du so gedacht? Level up, Level 19. 2518. Junge, was ein Licht, das ist auch neu, ne? Dass das so blendet, das ist, weil das jetzt so, dass dieses Licht ist irgendwie so in Nebel gehüllt jetzt immer. Ist ganz cool eigentlich. Immer mit V-Außenansicht sehe ich mehr. Ja, auf 88 geht natürlich auch. Bin natürlich auch ein bisschen niedriger. Nein, im Wald ist das natürlich geil, das Ding, ne? Guck mal, wie der abgeht, ne? Gekillt? Ja. Jawohl, die ist weg. Abstehen hier. Geben wir noch richtig Punkte hier. Ein bisschen schwer zu treffen, ne?
Man müsste so ein echt so ein Vollholzernter unter den Gleiter packen. Das wäre doch mal geil. Noch ein bisschen höher. Der geht hier ab wie Schmitz Katze, ne? Der geht doch echt mal ab wie Schmitz Katze hier. So, das auch. Warte mal, ja, mal schwer die einzelnen Bäume hier. Ich ab in den Wald hier. Ab in den Wald mit dir! Du Hund! Gehst du in den Wald? Oh, zwei Bäume auf einmal. Oh, gleich vorbeigeflogen. Ja, man bleibt da nicht dran hängen an diesen Büschen. Wie sieht's mit Sprit aus? Ach, 40%, ey. Da fahre ich ewig mit dem Ding. Aber während wir dann gleich irgendwie was anderes machen oder so. Können wir jetzt schon Sprit herstellen, solange wir noch kein Prometheum haben. Der hat, ne? Ein paar dicke Käfer wären auch cool, ne? Die bringen echt viel. Oh, und dann habe ich so Geheimnisse, so geheime Pois oder wie die heißen, weiß schon. Da wisst schon, diese ganzen komischen Gebäude, die es gibt, so diese alten Ruinen und sowas, habe ich in meinem Offline-Spiel gehabt. Sehr geil. Müssen wir uns unbedingt suchen, die Dinger. In einem war ich da drin. Boah, da waren tausende von Spinnen. Es gibt ja diesen alten noch aus Alpha 9. Das war ja auch so eine Art Tempel. Da bist du runtergegangen. Da waren unten dann über Spinnen drin. Und das gibt es jetzt nochmal, aber noch verzwickter, so sag ich mal. Also wie so ein Labyrinth halt, ne? Da gibt es zwei Räume mit richtig viel Spinnen und sowas, ne? Mit roten Spinnen, blauen Spinnen, grünen Spinnen, diese ganzen Riesenviecher, ne? Und die fressen, ne? Alter, was ich da hatte ich schon epische Gewehre gehabt, durch Looten. War krass, wie schnell man eigentlich vorwärts kommt in dem Spiel, ne? Muss echt noch mal ein bisschen Gas geben hier. Ja, ich vergesse das immer noch, ne? Ich will nach Möglichkeit immer entertainen. Aber ihr habt ja gesagt, ich soll mal so spielen, wie ich privat eigentlich spiele. Und ja, privat, ey. Ich habe innerhalb von zwei Real-Life-Tagen habe ich fast alles gehabt. Ich bin jetzt schon so gut wie fertig mit dem Game, weil ich schon alles habe irgendwie. Ich kann jetzt nur noch weiter ausbauen, größer bauen und alles. Oh ja. Da verseuchtes Gebiet, Prometheum. Prometheus, ich komme! Prometheus! Ach, ich kann das nicht sehen jetzt, ne? Scheiße, hat er gar keinen Scanner drauf, ne? Und ich selber sehe das, glaube ich, nicht, oder? Kann ich das sehen hiermit? Wo ist er denn? Nicht sehr hoch. Nur mal raus hier. Auf den Diskelan. Hier ist schon was. Oh, geil. Geil, geht mal eine ab hier. Natürlich ein bisschen. Ah ne, ich habe ja einen Anzug, ne? V. Mal gucken, ob wir hier was finden. Hier sind auch diese ekligen Grünen und so. Und rote Spinnis. Das sind richtig diese Monsterspinnen hier. Oh, hier. Kobalt. So auch. Kobalt. Sehr geil, dann können wir das Hangartor hier bald bauen. Da geht mir da echt einer ab hier. Liebe Leute. Und wir sind schon wieder langsam an einem Folgenende angelangt. Oh. Ja, meine Augen geht's noch ganz gut. Noch. Deswegen, ich werde jetzt so schnell, so viel es geht, aufnehmen. Das auch. Weiß ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, Stein, ne? Ja, das ist Stein. Schotter. Ne, leider ist das nix. Aber ist das ungewohnt, dieser Third Person, ne? Aber noch ein bisschen Pentaxid. Immer her damit. Ah, ein bisschen nach oben mit der Maus, so.
Problem. Ah. Oder? Ne, das sind Steine wieder. Ach man. Ja, man sieht das nicht so gut, ne? Dieses Kobalt. Ja, auf jeden Fall, ja, es ist schon wieder Folgenende. Hier ist was. Oh ja, oh ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mich wirklich sehr gefreut. Lasst mir ein Like da und ein Abo. Das hilft, meinen Kanal zu wachsen. Da hilft ihr bei, meinen Kanal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ja. In dem Sinne will ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge mit dem Feljack. In dem Sinn, ja, genau. Also, denn bis übermorgen oder so. Tschüss!